Raik, wie schaffe ich es eigentlich, dass ich meine großen Ziele, die ich über das gesamte Jahr oder mehrere Jahre habe, jeden Tag nachvollziehen kann und auf einer wöchentlichen Basis auch tagtäglich umsetze? Das war die Frage, die uns auf vielen Kanälen erreicht hat, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, aber auch in unserer Gruppe, dem Unternehmerkader. Und ihr wisst, immer wenn ich eine Frage häufiger bekomme, dann sorge ich einfach dafür, dass du die perfekte Lösung bekommst. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich möchte dir meine persönliche Wochenstruktur mit an die Hand geben und vor allem auch, wie ich meine Woche tracke. Das heißt, wie ich es schaffe, dass entsprechend die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die großen Ziele, die ich über das Jahr erreichen möchte, auf Wochenbasis entsprechend nachvollziehen kann. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam einmal anschauen. In der Videobeschreibung findest du einen Link mit einem kostenlosen Download-Guide, wo du dir diese Wochenstruktur, dieses Wochentracking entsprechend runterladen kannst. Ganz wichtig an dieser Stelle, du brauchst vorher zwei Dinge. Das erste ist, du musst einmal deinen perfekten Unternehmertag aufgesetzt haben. Das ist entweder die Podcast-Folge 111 oder dieses Video, wo ich dir das auch nochmal visualisiert habe. Und das zweite ist die Podcast-Folge 180 mit der perfekten Wochenstruktur. Das musst du für dich einfach einmal umgesetzt haben. Wenn du diese beiden Sachen gemacht hast, dann bist du jetzt ready, dass du auch entsprechend in das Tracking reingehen kannst. Also, lass uns loslegen. In dem perfekten Unternehmertag geht es darum, dass du es schaffst, ausgeglichen zu sein in allen vier Lebensbereichen. Das heißt Beruf, Beziehung, Gesundheit und Inspiration. Jetzt ist natürlich sehr, sehr schwierig, in einer Woche immer überall die Zeiten so zu bauen, dass du auch wirklich in allen Bereichen ausgeglichen bist. Das war auch meine persönliche Erfahrung. Ich habe das jahrelang nicht so gut hinbekommen. Habe einfach gesagt, hey, ich mache das jetzt wie beim Sport auch. Ich habe einen Trainingsplan, da stehen meine Zeiten drin, das ist die Wochenstruktur aus Folge 180. Und dann kann ich doch auch auf Basis dessen, was ich geplant habe, nachvollziehen am Ende einer Woche, inwieweit ich das geschafft habe. Und das, was ich mache, ist einfach, dass ich meine Ziele, die ich immer am Anfang des Jahres, mal so in den ersten beiden Januarwochen festlege, aufschreibe in dieser Tabelle, in der du jetzt das Template hast und werden ein paar Beispiele drin lassen. Das heißt, lass uns jetzt mal gemeinsam reingehen in das Dokument. Das heißt, erster Schritt zum Beispiel Beruf. Ja, da geht es bei mir darum, wie entwickeln sich die Podcast-Zahlen, welche Downloads möchte ich entsprechend erreichen, welche Jahresumsätze habe ich, wie soll mein privates Einkommen aussehen, welche Aufgaben möchte ich entsprechend abgeben, welche Geschäftsbereiche möchte ich voranbringen. Und vor allem auch zu gucken, welche anderen Ziele habe ich dort noch. Ja, also welche neuen Kanäle möchte ich aufbauen, wie viele Abonnenten möchte ich dort erreichen, etc. So, das sind alles meine Ziele, die ich am Jahresende haben möchte, die ich abgleichen möchte. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich trage mir dort ein, was sind die Schritte, die dafür notwendig sind, um das zu erreichen. Ja, ich trage mir halt wirklich ein, okay, was muss ich schaffen, damit das auch entsprechend in die Realität umgesetzt wird. Und ich schreibe mir bewusst am Jahresanfang immer den ersten Schritt auf, damit ich einfach weiß, okay, jetzt kann ich loslegen. Dann kommt als nächstes für mich mein Häkchen. Das heißt, da kann ich gucken, hey, wie sieht es aus? Kann ich das Häkchen setzen? Habe ich das Ziel erreicht? Ja oder nein? Und dann gehe ich vor allem auch auf den Zeitraum erledigt. Und hier bediene ich mich einer kleinen Funktion. Und zwar hier nehme ich einfach die Kommentarfunktion und trage mir immer das entsprechende Datum ein, wann ich entsprechend das letzte Mal mein Dokument reingeguckt habe. Und dann trage ich einfach in die Antwort zu den Kommentaren ein, was waren die letzten Aktivitäten, die ich gemacht habe. Ja? Das heißt zum Beispiel eine Sache, die jetzt bei mir mit drin ist, dass ich dauerhaft in den Top 50 Podcast-Charts deutschlandweit mich etablieren möchte. Ja, im Bereich Business haben wir das geschafft, da sind wir regelmäßig auch in den Top 20. Jetzt möchten wir es unter den Top 50 schaffen. So, und was sind meine Schritte, die ich dafür unternehmen muss? Ja, welche Themen muss ich dafür angehen, etc. Das gleiche ich auf Wochenbasis ab und muss mir immer wieder Dinge einfallen lassen, damit ich da auch was reinschreiben kann. Ja, einfach als Commitment mir selbst gegenüber. So, und so mache ich das für jeden einzelnen Bereich. Deswegen habe ich meinen persönlichen Termin für die Abfrage immer auf Freitagnachmittag gelegt. Das heißt, bevor ich ins Wochenende starte, bevor ich in mein Sportprogramm starte, wobei mein Nachmittag ehrlicherweise auch schon 13 Uhr ist. Und dann gehe ich da entsprechend durch. Das Ganze dauert ungefähr 20 Minuten, das einmal alles abzugleichen. Und deswegen schafft man das auch auf Wochenbasis. So, und dann gehe ich halt durch. Und genau das Thema Gesundheit. Hey, was möchte ich im Bereich Gesundheit machen? Ja, bei mir zum Beispiel
Thema Gesundheit gibt es jetzt wenig bis gar nichts, wo ich mich da noch großartig weiterentwickeln kann. Ja, da kommen ein paar Sachen mal dazu. Da verändert sich mal ein Fokus. Zum Beispiel war es jetzt in 2019, war ein sehr, sehr großer Fokus, im BMX nochmal wirklich top zu performen. Das habe ich geschafft, habe einen Vierten in der deutschen Rangliste abgeschlossen und 19 in der Welt. Das war 2019, 2020, gut, keine Wettkämpfe gehabt. Und ich denke, 2021 mit der Geburt meines zweiten Sohnes wird dort Priorität auch einfach zurückgehen, ja. Also das heißt, das sind Sachen, die verändern sich dann auch einfach Schritt für Schritt. So, aber zum Beispiel meine Schlafroutine, habe ich gesagt, ist mir extrem wichtig. Dehnung entsprechend machen, meine Weiterentwicklung im Surfen. Ja, das waren so Punkte, die für mich wichtig waren. Genauso gehe ich entsprechend weiter im Bereich Beziehung. Ja, was ist mir dort wichtig? Ja, die Beziehung zu Steffi, meiner Frau, mit meinem Sohn Leo, was ich dort entsprechend machen möchte. Dann entsprechend auch, wie ich meine Ehe gemeinsam weiterwachsen möchte, was ich auch an mir verbessern möchte, um insgesamt auf all meine Beziehungen besser einzuwirken, auch was Freundschaften angeht, Familie angeht, was Fremde angeht, ja, auch für mich immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was möchte ich dort im Einzelnen tun? Das trage ich mir dort alles ein. Nochmal, ganz wichtig, das mache ich bewusst zum Jahresanfang mit einer sehr, 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 sehr sportlichen Ausrichtung, ersten Schritt eingetragen. Dann habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft und auch entsprechend erledigt am, wann ist das Enddatum, wann ich das erreicht habe. Und ansonsten schreibe ich das im Wochenzyklus einfach fort, was meine Aktivitäten waren. So, letzter Bereich, Inspiration. Ja, das ist all das, was du, sag ich mal, für dein Seelenheil machst. Alles das, was du machst, wenn du kein Geld damit verdienst und wenn niemand zusieht. Das ist immer so der Themenbereich Inspiration. Für mich beispielsweise war ganz wichtig, dass ich mein Umfeld positiv beeinflussen möchte, mehr Dankbarkeit zeigen. Insgesamt auch einfach ruhiger werden in vielen Dingen und vor allem auch zu prüfen, etwas komplett Neues zu lernen. Ja, das war für mich zum Beispiel auch die Aufgabe. Ich wollte etwas vollständig Neues lernen und, das ist ganz witzig, manchmal, wenn man sich eine Sache wünscht, dann passiert sie auch einfach so. Ich habe zwei komplett neue Sachen in 2020 gelernt. Zum einen war es das Surf-Skateboard-Fahren. Das habe ich vorher noch nie gemacht, habe mir so ein Ding besorgt und bin da mittlerweile auch, glaube ich, schon echt gut unterwegs und vor allem auch das Tauchen, was jetzt zum Jahresende mit dazugekommen ist, für mich auch super spannend, was ich dort halt einfach auch jetzt schon alles draus lernen konnte. Super, super spannender Weg, ja. Und warum? Ich wollte einfach für mich wieder neue Dinge haben und nochmals, mir egal, ob ich von euch Applaus dafür bekomme, positive Kommentare oder nicht, ich mache es nur für mich, ja, nur für mich. Und ich kann aber wiederum anderen Menschen aus dem Tauchen Dinge mitgeben. Also mache ich es dann doch wieder für euch. Und das ist etwas, was ich immer sehr, sehr schön finde. Im Bereich Inspiration ist es immer gut, wenn es für dich gut ist, dann wird es auch anderen helfen. Und das kannst du aus diesem Bereich besonders gut mitnehmen. Also, fassen wir noch einmal zusammen. Erstens, du brauchst deinen perfekten Unternehmertag als Grundlage, damit du das lang und weit entfernte Ziel dir einfach mal absteckst. Dann brauchst du deine Wochenstruktur, dass du einfach Zeitblöcken dich entsprechend aufbaust, weil ansonsten wirst du es unmöglich schaffen, diese vier Lebensbereiche auch zeitlich unter einen Hut zu bringen. Du wirst immer wieder straucheln. Ich habe es jahrelang probiert. Es ist unmöglich, wenn du dich nicht dazu zwingst, wirklich dir eine feste Terminstruktur zu bringen. Und nochmal, du gewinnst extrem viel Freiheit dadurch, dass dir dein Terminkalender sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn du mal Sachen nicht machen möchtest, so, das ist okay. Du kannst die Blöcke auch einfach verschieben und gegeneinander austauschen. Ja, sieh das mehr als Grundstruktur, als Modell, mit dem du arbeiten kannst. Wichtig ist einfach, dass du dich darum kümmerst, dass du am Ende einer jeden Woche deine Blöcke abgearbeitet hast und auch entsprechend entspannt damit umgehen kannst. Und der letzte Punkt ist einfach, gerade zum Anfang musst du es wirklich auf einer wöchentlichen Basis wirklich wie ein Tagebuch führen und auf Wochenbasis abgleichen, weil ansonsten wird es für dich unmöglich werden, dass du deinen Fortschritt siehst. Und die Erfahrung zeigt halt auch, dass du am Ende eines Jahres sehr, sehr gut prüfen kannst, hey, wie gut war deine Einschätzung, welche Dinge haben zu welchen Veränderungen geführt und was kannst du für das nächste Jahr besser machen. So, ich mache diese Wochenstruktur mittlerweile seit 7 Jahren. Und mir hat es immer extrem geholfen, dann am Jahresende auch einfach super stolz und super zufrieden zu sein und auch einfach nicht in diese Hektik und diesen Aktionismus zu verfallen, weil ich aber weiß, ey, was habe ich das Jahr aber geschafft? Und ich laufe in der Regel so bei 70, 80, manchmal in seltenen Fällen auch bei 90% Zielerreichung raus und das ist absolut okay. Du musst nicht alles schaffen. Und ich bin dann immer extrem stolz auf die Dinge, die ich geschafft habe, weil darum mache ich das alles. In diesem Sinne, nochmal, Link ist hier in der Videobeschreibung.
lad dir das einfach runter, probier es einfach mal für dich aus, probier da ein bisschen mit rum. Und da würde ich mich auch einfach extrem freuen, wenn du das mal gemacht hast, dass du wieder zu diesem Video zurückkehrst und mir einfach mal deine Kommentare schreibst, wie du mit dieser Wochenstruktur klarkommen bist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Raik.